Hallo und willkommen zu diesem Video. Wie ihr am Titel schon sehen könnt, geht es heute um das Thema Badeperlen. Und da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene DIYs schon auf YouTube. Und ich dachte mir, lass uns doch einfach mal ausprobieren, ob das wirklich so gut funktioniert, wie das immer alle sagen. Und ich habe mich für den Kanal von Lily Rose entschieden. Den Link setze ich euch in die Infobox unten rein. Da könnt ihr da auch mal vorbeischauen. Und ich würde mal sagen, wir probieren jetzt einfach mal, wie das so funktioniert. Let's go! Zu den Zutaten, da habe ich einmal Hauptzutaten und einmal Nebenzutaten. Eine Hauptzutat ist 50 Gramm Speisestärke. Dann habe ich mich für 60 Gramm Zitronensäure entschieden, damit es auch gut sprudelt. 100 Gramm Natron und dann noch ein Esslöffel Kokosnussöl. Bei den Nebenzutaten habe ich mich für Blütenblättertee entschieden, für Lavendeltee und den habe ich aus dem Beutel rausgeholt und dann habe ich noch im Garten Rosen geholt, getrocknet und zerkleinert. Dann gibt es dazu noch Lebensmittelfarbe, die ist optional und am Ende kommt das alles in ein Förmchen. Ich würde euch empfehlen, Handschuhe anzuziehen, weil es könnte schon eine ganz schöne Sauerei geben. So, jetzt im ersten Schritt geben wir die Zutaten hinzu. Und zwar die Grundzutaten einfach in eine Schüssel rein. Und weil die Zitronensäure manchmal ein bisschen körnig sein kann, grobkörnig, geben wir da noch ein Sieb hinzu. Im nächsten Schritt, da teile ich einfach die Masse, weil ich möchte nämlich gerne verschiedene Farben verwenden und das muss ich dann eben jetzt schon in diesem Schritt machen. Dann könnt ihr einen Schuss Lebensmittelfarbe hinzugeben, nicht zu viel. Und wie ihr seht, es fängt direkt an zu reagieren, deswegen sollte man sich beeilen und das schnell einkneten und untermischen. So, jetzt im nächsten Schritt kommt das Kokosnussöl dazu, denn das ist wichtig, dass es eben geschmeidiger wird und man das nachher besser kneten kann. In dem Schritt teile ich jetzt wieder einen Teil von der Masse ab, da ich noch eine dritte Farbe verwenden möchte. Jetzt in diesem Schritt gebe ich meine gewünschte dritte Farbe hinzu. Ich habe mich hier diesmal für eine Badeessenz entschieden, um das einfach auch mal auszuprobieren. Gebe ich ein wenig auf einen Teelöffel und gebe das zu meiner Masse hinzu. Dann wird das Ganze schön geknetet und aus den Farben Rot und Blau ergibt sich dann Lila. Und ich fange jetzt einfach mal an, von jedem etwas zu nehmen, da ich sie gerne zweifarbig haben möchte. Und so werde ich alle drei Farben jetzt vermischen. Dabei forme ich Kugeln und gebe die am Ende in die Schälchen. Diesen Schritt habe ich jetzt selber gewählt, den findet ihr nicht bei Lily Rose im Video. Und zwar gebe ich hier, wie anfangs erwähnt, meinen Blütenblättertee, meine Rosen und mein Lavendel in Förmchen, in Muffin-Cupcake-Förmchen, denn ich möchte noch ein bisschen Deko hinzugeben. So, jetzt befülle ich einfach die Förmchen mit meiner Masse und gebe die oben drauf. Das Ganze drücke ich ganz gut rein, damit es auch richtig schön reingepresst wird. Das mache ich jetzt mit allen. Jetzt, nachdem wir das Ganze befüllt haben und auch schon ordentlich vorgedrückt haben mit den Fingern, benutze ich noch einen Löffel, um das Ganze nochmal zu verstärken. Um das Ganze jetzt noch auszuhärten, kommt es in den Gefrierschrank. Schön. Also mein Fazit zu dem Ganzen ist, dass die Kugeln sehr gut funktioniert haben. Das habt ihr, denke ich mal, auch schon sehen können. Und was weniger gut funktioniert hat, waren die Förmchen. Das hier hätte eigentlich so ein kleiner, süßer Gingerbread Man werden sollen. Aber leider hat er keine Füße und keine Arme. Also wenn ihr sowas machen wollt, dann sollten das Stücke sein, die eben
ganz bleiben, also in einem Stück sind und nicht noch Arme und Beine haben, ist es dann ein bisschen zu filigran. Aber ansonsten würde ich mal sagen, hat es doch eigentlich super gut funktioniert und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Los.